Möchten Sie gerne mietfrei wohnen in Anklam? Das geht, aber Sie müssen dazu linksradikaler Chaot sein. Die da schaffen das. Die GWA dürfte in Anklam hunderte von Objekten haben. Alle, die da drin wohnen, zahlen Miete, die da aber nicht. Auch dieser Demokratiebahnhof, der sogenannte, gehört der GWA. Und die Gesellschafterversammlung der GWA mit Herrn Galander an der Spitze hat beschlossen, dass die keine Miete zahlen müssen, obwohl sie mit Staatsgeldern nur so zugeschüttet werden. Und es ist auch sehr fraglich, ob sie sich an baurechtliche Vorschriften halten müssen. Die veranstalten da Veranstaltungen, ganze Konzerte, da wird dort nachts übernachtet. Und das ist alles nur zulässig, wenn man eine entsprechende Nutzungsänderung hat. Und um so eine Nutzungsänderung zu kriegen, braucht man auch die entsprechenden Voraussetzungen des Brandschutzes. Die NPD-Fraktion im Kreistag hat eine Anfrage gestellt, ob diese Voraussetzungen erfüllt sind. Ob die insbesondere das Brandschutzgutachten vorgelegt haben, damit sie die Nutzungsänderung kriegen für Übernachtung und für Konzerte. Das wird verschleppt seit Monaten. Der Landkreis stellt sich tot. Es besteht die Möglichkeit, dass die sich an baurechtliche Vorschriften offenbar gar nicht zu halten haben. Und wenn das so ist und die die brandschutzrechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllen und da passiert irgendwas, ist der Teufel los und es ist wieder keiner schuld. Die stehen über dem Recht, weil sie linksradikale Chaoten sind. Sie kriegen Staatsgeld, sie müssen keine Miete zahlen und das mit den baurechtlichen Vorschriften wird auch nicht so genau genommen. Und warum das Ganze? Damit sie Schwachsinn verbreiten können. Da hängt ein Transparent. Das ist wohl der blödeste Spruch des Jahres. Der lautet, Grenzen auf, Menschen rein, es könnte doch so einfach sein. Das ist die Idioten-Ideologie, die die verbreiten in ihren Kindsköpfen. Einfach alle reinlassen und wenn es Millionen sind, das Geld kommt schon irgendwo her. Und das glauben sie, weil bei ihnen das Geld irgendwo herkommt. Denn sie werden ja verwöhnt bis zum geht nicht mehr. Warum? Weil der Staat Linksradikalismus fördert. Dagegen setzt sich die NPD zur Wehr, und zwar sowohl hier vor Ort als auch im Kreistag und in der Stadtvertretung. Wir sind die Einzigen, die bei den Verwöhnprogrammen für diese Chaoten nicht mitmachen und werden das auch weiterhin bekämpfen.